Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prince of Persia, Sands of Time, yay! Jetzt trinken wir erstmal eine Runde. Boah, und ich kann in der Zeit mein Headset anpassen. Ja, ich habe den Sound etwas umgestellt, ich glaube, es sollte jetzt besser sein. Ja, es tut mir leid, dass ich das erst so spät mache. Das liegt aber aus dem... Ja, das liegt einfach nur daran, dass ich halt eben erst... jetzt so langsam angefangen habe, die bereits aufgenommenen Daten zu veröffentlichen. Und hier war doch irgendwo ein Schlitz, wo die Olle da durch konnte, oder nicht? Ach, verdammt, Axt. Läuft's mir noch hinterher? Hallo? Hallo? Ah, da ist er. Ja, also, wir sind immer noch in den Bädern und wir müssen uns einen Weg aus den Bädern suchen. Und hier sehe ich jetzt eben gerade mal so rein gar keinen Schalter. Und irgendwie auch kein Durchgang oder sonstiges oder ähnliches oder vergleichbares, aber ich sehe hier eine Statue, die man sicherlich in irgendeine Richtung verschieben kann, sodass irgendjemand Kleines da durch diesen riesengroßen Schlitz passen könnte. Ich hab Angst. Was, wenn ich in Gefahr gerate und ihr mir nachjagen müsst? Wäre ja nichts Neues. Wollt ihr andeuten, dass ihr meine Hilfe braucht? Ja. Oh, prima. In diesem Fall. Na los, sieh zu, dass du da durchkletterst. Mann. Hab mich sogar so hingestellt, dass wir nicht hier unter den Rock gucken müssen. Ach, die stellt sich immer an, unsere Vater. Ich hab Angst, was, wenn ich in Gefahr gerate? Und unser Prinz denkt dasselbe wie ich. Ah, ist auch so leicht genervt von ihr. Ich kann es aber auch nachvollziehen. Und... na komm. Ja. Ja, ich weiß, dass du da drüben bist. Du bist meine Heldin. Oh, Mann. Da ja. Seid ihr ja. Seid ihr sicher, dass ich euch nicht aufhalte? Ja, schon nein. Gut, wissen wir gut. Noch nicht. Eventuell. Ja, und endlich beginnen neue Rätsel. Und zwar Lichträtsel. Ja. Ich habe sie geliebt, ich habe sie gehasst. Halle des Wissens. Aber meistens mehr geliebt, weil die sind richtig cool gemacht. Der Anfang auch wir relativ einfach. Spätere... Naja. Wir müssen zurück durch den königlichen Palast. Nun gut, lasst uns einen Ausweg suchen. Aber erstmal, ratet mal, was wir wieder machen dürfen. Genau. Wir haben jede Menge Gegner und wir haben dementsprechend jede Menge zu tun. Besonders schön finde ich ja immer wieder, dass die Gegner sich gegenseitig schlagen. Hallo? Oh, ey, das fängt schon wieder super an, der Kampf. Grrr. Und nochmal treffen und nochmal treffen und jetzt hörst du auf mich zu treffen. So. Oh, ey, der einen Mistratte bin ich entwichen und die andere kommt von hinten an, oder was? Ja, anstatt dass du mal rumschreist hier hinter euch, bla bla bla, schieß doch einfach, olle Kuh, Mann, ne Fresse, ey. Wenn so was mit Waffen flachlegen, ey, manchmal ist sowas mehr als nur nervig. Ich meine, ja klar, jetzt, wenn der Gegner direkt in dir steht, dann kannst du zuschlagen, aber vorher hast du keinen Bock dazu, oder was? Mann, Olle. Da hat Ubisoft leider etwas versagt, finde ich. Aber hey, das Spiel ist alt. Also kann ich dem das nachsehen, dass er damals die KI noch nicht mal die Intelligenz eines Brotes hatte. Na komm, und bleiben die nächsten Gegner. Dankeschön. Das war knapp. Das hätte auch ins Auge gehen können, ja. Oh, Mann. Ja, endlich wieder Prince of Persia, Sense of Time. 20 Folgen habe ich ja schon so aufgenommen. Ohne euch, ohne eure Kommentare, ohne irgendwie irgendwas. Und, ja, aber es liegt auch daran, dass ich A, das Spiel zum Großteil noch kenne. Und B, dass ich in den Reihen springe. Nein, und B, einfach daran, ja, es ist eigentlich so ein Nebenbei-Projekt. Spätestens ab dem neuen Teil brauche ich dann Hilfe. Aber bis dahin ist noch jede Menge Zeit und die werden wir sinnvoll nutzen, indem wir Sand sammeln. Ja. Noch mehr Gegner? Oh Mann. Oh, scheint nur noch der eine zu sein, ja, dann ist er gut. Nein, doch nicht. Natürlich nicht. Warum sage ich das überhaupt? Natürlich geht das nicht, dass es nur ein Gegner ist, der mich hier wieder penetriert. Mistkerl. Lass Vater in Ruhe.
Sie hat dir nichts getan. Sie ist klein, sie ist rot, sie kann nichts. Sie macht nichts. Also lass sie einfach in Ruhe. Okay, gut. Danke, dass wir darüber gesprochen haben. Alles gut. Ja, diese doch zum Teil relativ nervigen Kämpfe oder beziehungsweise diese Zwischensequenzen, einfach, dass man sich einen Raum insofern frei kämpfen muss, gibt es zum Glück in Warrior Within nicht mehr. Ja, da wird das alles etwas anders laufen und da freue ich mich so tierisch drauf. Und auf True Tones habe ich gar keinen Bock, aber das werde ich versuchen, wie gesagt, ohne Gamepad. Mal schauen, wie es wird, ob es gut wird. Aber ich denke, das wird schon irgendwie werden. Das werden wir schon irgendwie geschissen kriegen, oder Leute? Natürlich. Ah. Ja. Lässt du dich schon wieder von Gegnern anbumsen? Ja. Lässt sie. Sonst würde sie nicht so stöhnen. Aber wie viele kommen denn hier noch? Hier muss irgendwo ein Nest sein. Ist ja schlimm. So gut bewachten Palast, ey. Was hatte der gedacht? Hier ist irgendwann Krieg oder so? Mann, aber das müsste jetzt der letzte gewesen sein, oder? Nein, ist natürlich noch einer. Krepier, stirb! Jetzt aber, super! So, Speicherpunkt bewahre ich mir noch auf. Brauchen wir erst später, wenn ich nämlich sage, bis dann. Ja, vorher braucht man den Kram nicht. Und ihr seht auch schon, das Rätsel ist insofern relativ einfach, aus dem einfachen Grunde, dass man zum Teil schon sieht, wo man die Teile hinschieben soll, dass es hier ja diese wunderschönen Vertiefungen, oder was heißt Vertiefung? Ja, einfach nur diese, diese Rillen auf dem Boden gibt. So, und hier gibt es ein kleines Problem, und zwar steht der Spiegel viel zu weit hinten. Wer auch immer den so weit nach hinten geschoben hat. Da ist ein Spalt. Ich gehe. Ja, geh du mal. Viel Spaß. Viel Glück. Bis dann, irgendwann mal. Und... Sie sagte, Geliebter, ich habe es nicht geträumt. Damit müssen wir es eigentlich doch schon geschafft haben. Nein, noch nicht ganz. Okay. Ja, Feintuning muss man hier zwischendurch noch betreiben, aber das ist ziemlich cool. Ihr Königreich wurde unterworfen. Sie hat nichts mehr, niemanden, der sie beschützt. Sie braucht mich. Ich kann es in ihren Augen sehen. Alles, was ich tun muss, ist, ihre Hand zu nehmen. Und sie ist mein. Warum rede ich eigentlich mit mir selbst? Weil du ein verrückter Kerl bist. Ich rede auch mit mir selbst. Das ist normal, das gehört dazu. Oh, neues Schwert. Darauf trinke ich erstmal ein Schlückchen Sand. Und wo Pfarrer auch immer ist, sein mag, es ist mir so etwas von egal. Das weiß sie noch gar nicht, dass es mir so irgendwas von egal ist. Ja, wir dürfen jetzt erstmal uns, glaube ich, hier einen Weg. Nein, doch nicht. Okay, dann gehen wir wieder runter. Ja, war verkehrt. Gut, Leute, dann gehe ich noch speichern. Wir gucken uns noch die Vision an und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Wunderbar, ja, beim nächsten Mal. Ich bin Hello 1986, wir spielen Prince of Persia Sands of Time. Bis zur nächsten Folge Licht und Schatten.